Hallo und WB, meine lieben Freunde, willkommen zu My Little Dungeon und Minecraft Modmania. Ja, wie ihr sehen könnt, ist mein Inventar schon wieder leer, aber das liegt nur daran, dass ich Sachen zurückgebracht habe. Wir waren ja letztes Mal nicht bis hier hingekommen. Und ich habe schon wieder ein paar Mods reingetan. Wie immer, wie von mir zu erwarten. Unter anderem jetzt Mystic und Monsters, das heißt noch mehr Viecher, die mir aufs Maul geben. Ocean Adventure, damit wir auch mal schneller übers Meer kommen, falls wir mal übers Meer wollen. Ja, und Swarmcraft für mehr mystische Sachen, weil wir sind sehr mystisch. Und bevor ich hier den ganzen Part verlaber, gehen wir einfach... Was ist hier? Achso, ich wollte gerade sagen, hier geht es nicht mehr weiter, aber... Ja, unser Ziel heute, Diamanten zu finden, wie in den letzten 4 Episoden. Überall Viecher. Ah, hier ist die Treppe. Ich konnte mich daran erinnern, eine Treppe gemacht zu haben. Also ich habe letztens den Part geguckt, wo ich eine Treppe gemacht habe. Jetzt bin ich da reingefallen. Und habe die Treppe aber nie wiedergefunden. Das ist voll nervig. Ich mache das jetzt so, dass man hier dann so in einem Rutsch durchgehen kann und nicht immer die ganze Zeit hinfällt. Immer so. Wir kommen ja momentan keine Monster, das ist ja das Praktische. So, dann haben wir hier. Und hier so. Dann mache ich noch so. Wenn ich das aus der Tasche habe. Da geht es zum Beispiel runter, da waren wir noch nicht. Habe ich Fackeln? Ja, habe ich. Wäre schlimm gewesen, wenn nicht. Dann gucken wir uns doch mal an, was... Ja, da ist nichts. Das ist schon mal gut zu wissen, dass da nichts ist. Ah, hier sind wir. Nicht, dass ich damit was anfangen könnte, aber... Ja, gucken wir weiter. Oh, und da gibt es noch Ohren. Und da gibt es auch noch Ohren. Die nehmen wir doch alle mit. Und da ist es aber dunkel, das heißt, da kommen bestimmt gleich Freunde der Nacht vorbeigeschneit. Was ist denn hier los? Wieso macht die... Ach so, was? Die Goldspitzhacke. Denn wie ihr wisst, Goldspitzhacken sind total nutzlos. Ich weiß auch nicht, wer die erfunden. Ich wäre jetzt schon wieder ein Zombie. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Aber ich sehe aber keine Zombies. Ich höre sie, aber ich sehe keine Zombies. Diese Goldspitzhacke, ne? Die werfe ich gleich in Lava, wenn ich kann. Hier erstmal Chromsachen aufsammeln. Ich glaube, das war ja Chromium-Ohr. Und Gold nehmen wir auch noch mit. Was soll's? Man kann nie genug Zeug haben. Vor allem nicht, wenn man hier noch Zeug hat. Und hopp. Und hopp. So, wo gehen wir jetzt lang? Jo, da kommt wieder so ein Tank. Okay, Tank Battle. Bam! Komm. Dich gegen mich. Boah, ich bin voll geskillt geworden. Mal hab ich den zurück. Ey, Alter, ich kann gar nicht so schnell klicken, wie der auf mich zugerannt kommt. Yo, er täuscht an und ich gebe ihm. Was habe ich jetzt gekriegt? 2 Knochen. Wow, und ein Goldschad. Bin begeistert! Und da kommt auch schon der nächste Arschloch. Alter, ich komme auf dieses Schwert nicht klar. Ja. Wie wir wissen, fängt jeder Part so an. Und was ist jetzt los? Achso. Ja, what the fuck. Das war erstmal ein herber Error. Aber das macht nichts. Ich gehe jetzt natürlich direkt wieder... Ja, ich weiß, bin ganz der Charmeur. Hallo Martin, hallo Brandon, hallo Rebecca, hallo Katrin. Ihr labert mich zu, während ich hier vorbeigehe. Was ist, hä? Was ist das denn da? Ach nö. Die Mods haben schon wieder Schabernack mit meiner Welt getrieben. Hä? Das ist einfach nur eine riesengroße... Das Eis? Ja, scheinbar. Sonst käme da ja kein Wasser raus. Das ist eine riesengroße Eisscholle. Okay. Sein Rotz. Renn wir mal. Dum. Ich habe schon wieder überhaupt nichts mehr. Das passt mir schon wieder überhaupt nicht. Denn wenn ich nichts habe, dann kann ich auch nichts verlieren. Ne? Und zum Glück, ja, wenn ich jetzt mein Zeug nicht wieder bekomme, ist das nicht so schlimm. Aber ich bin auch guter Dinge, dass ich mein Zeug bekomme. Dup. Wo war ich nochmal? Oh, das ist ein Zubat. Welches Level? 14. Auch wisst ihr was? Die Zeit nehmen wir uns. Ja, richtig gut. Tackle. Bam, fast tot. Ja. Gewonnen. Komm zurück. Dum. Jetzt gehe ich hier lang. Wieso bin ich eigentlich nicht direkt? Ich glaube, ich ging die ganze Zeit immer außen rum und bin aber in dieselbe Sache gegangen. Das heißt, ich habe einfach nur Umweg gemacht. War das hier? Bin ich hier runtergegangen gerade eben? Ja, da liegen meine Sachen. Das heißt, ich bin hier runtergegangen. Und jetzt gleich kommt bestimmt wieder ein Gegner.
Okay. Ich habe mein Schwert. Wo sind meine Fackeln? Hier. Wir machen schnell Licht, dann können auch keine neuen Monster mehr kommen. Oi, 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 oi. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Alter, komm endlich in die Sackgasse. Nee, Lava. Überall Lava. Oh, oh, das ist ein Creeper-Mädchen. Da ist ein Creeper-Mädchen. Creeper-Mädchen, geh weg. Wir möchten nicht mit dir reden. Alter, ich hasse es, Creeper-Mädchen zu schlagen. Ist noch viel zu schade, um dies kaputt zu machen. Tut mir leid, Creeper-Mädchen, aber besser du oder ich, denn ich oder du. Hier ist nichts, ist Lava. Ich bin der Hoffnung, dass ich bei Lava auch manchmal Diamanten finde. Hier ist Redstone. Redstone hat ja... Wo? Ich hab grad... Hä? Hab ich mir das eingebildet? Ich meinte, ich hätte gerade Dingens gehört. Ach nee, das ist Lava. Ich dachte, ich hätte Vogelschüsse... nicht Vogelschüsse. Warte, wie heißt das? Pfeilschüsse. Genau, Pfeilschüsse gehört, aber das war gar nicht der Fall. Ja, ich meine, wir sind bis jetzt nur einmal gestorben in 6 Minuten oder so. Das ist eine gute Voraussetzung. Hier geht's auch noch weiter. Zubat Level 8. Was? Das Zubat Level 8 fordert mich hier raus? Wie dumm. Tackle ist das tot. Ja. Dumm. Richtig dumm. Komm zurück. Ah, das ist noch ein Zubat. Egal. Erstmal Gold holen. Gold ist zwar das nutzloseste ever, aber... Hey, es ist Gold. Das kann ich zumindest Stefanie schenken. Ich könnte einen Diamanten gebrauchen, Mann. Wenn ich einen Diamanten habe, ne, sofort heiraten. Weil die sowieso bei mir schon 200... Jetzt gleich kommt irgendwas auf mich draufgefallen. Ich kenne das doch. Ist doch immer dasselbe. Guck mal, da hinten ist doch schon ein Magnetilo. Und Licht. Ich gehe jetzt Zubat herausfordern. Los, Zubat! Ich meine, Evoli. Tackle! Bam! Level 16. Und da sagt mir mal einer, ich wäre nicht schlecht. Ich wäre nicht gut. Gegen das möchte ich jetzt nur ungern kämpfen. Hier ist Lava. Okay, das ist wieder so ein scheiß Hurensohn Magier. Der es auf mich abgesehen hat. Er will meine Haut. Hier gehen wir erst gleich lang. Das Eisen. Ich habe da Eisen übersehen. Lass mal Eisen mitnehmen. Wo ging es denn noch weiter? Erstmal möchte ich hier so den groben Dungeon erforschen, weil wir haben hier sowieso noch eine Höhle vor uns. Habe ich noch? Nee, habe ich nicht. Das ist natürlich weniger gut. Ich könnte Petroleum gebrauchen. Wo ist Petroleum? Dieses blaue. Seltene. Etwas. Einmal so. Einmal so. Und da ist Petroleum. Und ein Creeper. Creeper-Mann, hallo. Ich habe eben deine Frau umgebracht. Ah, ich glaube, das fand er nicht so gut. Und ist explodiert. Das hier ist ganz wichtig. Oh, und dann haben wir direkt auch noch mal ein bisschen Eisen mehr. Ist natürlich auch völlig okay für mich. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Die Musik ist mal wieder richtig atemberaubend. Erstmal wieder ein paar Fackeln machen. Ja, nicht mit Stein. So, 24 reichen erstmal. Hopp, 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 hopp. Und hopp. Ich möchte jetzt mal endlich Diamanten finden. Diamanten und Petroleum. Petroleum und Diamanten. Petroleum, Petroleum, Petroleum. Bitte ist das eine Sackgasse. Hallo. Warum ist hier nichts? Hier ist ein doofer Spawner. Was spawnt der? Zombies. Ich bin jetzt hier unten. Und hier sind nicht mal Kisten. Und jetzt hat die Melodie auch kurz für einen Moment. Wer braucht schon Kisten, wenn er das hier haben kann? Gewiss. Oh, hey, mehr als einer. Mein Leben ist erfüllt. 4. Ich muss jetzt. Und Petroleum nehme ich natürlich mit. Das darf natürlich nicht vergessen werden. Aber warum? Spawnen die hier nicht? Guck mal, hier ist alles dunkel. Ja, okay, die spawnen doch. Erstmal wieder Licht machen. Alter,
Das war schon wieder Schock von meines Lebens, ey. Ich hatte diese Schock meines Lebens. Ja, aber ich hab dir... Ey, ich muss hier raus. Nur ist die Frage, wie? Komme ich hier lebend raus? Alter Mann, ich darf jetzt nicht sterben. Ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Da ist dunkel. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hier war ich aber schon mal. Ah doch, ich glaube, ich weiß. Hier lang. Bitte, 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 lass mich überleben. Hab ich Steine? Ich darf nicht sterben, weil ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Wenn ich sterbe, dann wird es extrem schwer, wieder hier hinzufinden. Alter, unser Traum ist in Erfüllung gegangen. Wir haben Diamanten gefunden, Leute. Wir haben Diamanten gefunden. Erstmal das zumachen. Hier ist eine fucking Sackgasse. Oder ist das keine Sackgasse und ich habe das irgendwann mal zugebaut? Ja, ich habe das zugebaut. Da sind nur Steine. Nein, 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 nein. So. Oder war ich da unten schon mal bei diesem Spawner? Aber nee, dann wären da ja Fackeln gewesen. Die Diamanten hätte ich auch mitgenommen. Geht hier hoch? Ich glaube... Nee, Moment. Hier geht's in den Dungeon rein. Ich muss von so, glaube ich. Warte, ich will hier nur raus. Ich will einfach nur raus. Und das schon nach... Da! Ich weiß, wo ich bin. Yeah, 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 yeah. Hier um die Ecke und dann hier hoch. Nicht nur, dass heute unser Glückstag ist, nein! Nein. Ich habe gerade den Faden verloren. Nein, nicht nur, dass heute unser Glückstag ist, wir sind auch noch lebend angekommen. Party! Lass mal rausgucken, es ist dunkel. Ich werde nicht rausgehen. Ich werde jetzt unsere Errungenschaft anblicken. 4. Diamant. Und 5 Gold. Warte mal, wie macht man den Ring? Bestimmt so. Nee. So? Nee. Ah, wahrscheinlich brauche ich mehr Gold. Aber ich habe ja Gold gefunden. 8 Stück. Mach mal kaputt da. Nein! Jetzt habe ich den Kack zugebaut. So, 53 Eisen. Da habe ich auch herbe genug von. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Ja, ich lade mich jetzt ein mit allem, was wertvoll ist. Ne, die Fackeln können eigentlich hier bleiben, die 31. Ne, eigentlich die 64, die 31 nehme ich mit. Könnte ein Bett gebrauchen, muss ich sagen. Ihr Neverchromium-Ohr kann da bleiben. Ja, sonst ist hier nur Müll drinne. Und hier ist auch nur Müll drinne. Gold, 4 Stück. Und jetzt lass mich mal einen Ring craften. Alter, ne, 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 ne. Und so. Verlobungsring. Jetzt haben wir noch 3 Diamanten. Was machen wir damit? Ich weiß es noch nicht. Also einen würde ich ja noch gerne einplanen. Aber ich würde auch gerne eine Diamant-Spitzhacke haben. Ich könnte mir auch ein Diamant-Schwert machen. Und, ja, dann hätte ich alle Diamanten verbraucht. Ich könnte die Diamanten aber auch einfach so behalten. Ich möchte gerne durch die... Ah, es wird, glaube ich, gerade Tag, ne? Diese Tür ist echt scheiße, um durchzugucken. Ich mach das mal hier. Ah ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe die Dirt-Texturen abgeändert. Weil die anderen waren doof. Ich habe jetzt hier die von dem anderen Pack genommen. Soll ich mal versuchen, rüberzulaufen? Nö. Ich habe hier einen Verlobungsring, der ist mehrere Parts... Ah, ich habe ja auch das angepasst hier. Sieht richtig scheiße aus, finde ich. Guck mal, das ist überhaupt nicht richtig gerade, aber ich kann das nicht anders machen. Und das hier... Ja, das ist so. Ich verdiene gar kein Geld, obwohl ich immer gedingenst habe. Dafür gesorgt habe. Ja, jetzt müssen wir hier irgendwie warten, ne? Weil raustrauen tue ich mich nicht. Aber nicht mit so einem kaputten Schwert hier. Jetzt nehme ich das Ganze und renne. Es ist sowieso gerade Tag. Es ist sowieso gerade Tag. Wo seid ihr? Oh, die brennen. Verbrennt alle. Nieder mit euch. Hahaha. Nur das da stört mich. Ich glaube, das muss ich in der Folge abreißen. Oder das mache ich offscreen abreißen. Wenn das überhaupt abreißbar ist. Wir gucken uns das mal an. Ja, das ist einfach so ein... Einfach ein Haufen Eis. Beziehungsweise Schnee. Hier hingeklatscht. Und es sieht so aus, als wären wir auf einer Insel.
während es lädt. Was haben wir hier noch? Hier sind überall so Assassinos. Kann man mit euch was machen oder seid ihr einfach nur gechillt? Ihr seid einfach nur gechillt. Ja, das finde ich natürlich auch richtig gut, dass ich jetzt da durch die Welt gucken kann. Nicht, dass mir das was bringt gerade, aber... Ja, hier ist der alte Joe, Level 23. Wie viele Trainer hier rumgammeln? Und der Joe, der denkt, das wäre... Er macht Sport gerade, ich mach mit. Er hat wahrscheinlich keine Lust mehr auf mich. Ja, da sind wir wieder in der Stadt. Ich glaube, da hat ein Enderman was geklaut. Normalerweise ist das nämlich eben. Hallo, meine Freunde, ich bin wieder da. Hallo, Stefanie. Was geht? Ich schenke dir jetzt was. Nein, nein, komm mal mit. Huch. Jetzt habe ich dir meine Spitzhacke geschenkt. Das war jetzt weniger gut. Folg mir mal. Komm mit. Ich mache dir den Antrag an dem schönsten Ort, den es gibt. So. Du stellst dich jetzt vor das Shia-Bild. Damit du sehen kannst, wie großartige Person ich bin. So. Nein, 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 Mann, hör doch mal auf, so rumzulaufen jetzt. So, Stefanie. Du bleibst jetzt. Genau. Jetzt knie ich mich hin. Warte mal, jetzt machen wir Special, wo ist denn? So. Hä? Achso, jetzt gucke ich von vorne. Ne, Moment nochmal. So. Stefanie. Mann, warum kann er sich nicht hinknien? Ist der doof? So, warte. Stefanie, mein ein... Warte, was geht denn mit dem Kopf da ab, wenn ich im Menü bin? Okay. Stefanie, wir sind schon so lange zusammen. Und es ist Zeit. Boah, die Musik passt auch gerade voll. Dass ich dir dieses hier schenke. Willst du mich heiraten? Ich glaube, mein Spiel ist gerade abgestürzt. Ich glaube, das Spiel kommt nicht damit zurecht, dass ich dir heiraten möchte. Ein Moment. Ja. Da sind wir wieder, Leute. Ja. Der Ring ist weg. Also, ich hoffe. Ja, ich hoffe. Ja! Ja, Stefanie ist meine Ehefrau. Was kann ich jetzt machen? Kampf! Ich kann Kampf. Warum soll ich mit der kämpfen? Inventar. Da! Meine Eisenspitzhacke, die ich dir aus Versehen geschenkt habe. Yay! Yeah! Mein Aluminiumhelm! Du kriegst den nicht. Oh, jetzt hat die ihr eigenes Inventar, ne? Ja, was kriegt die denn, Mann? Du kriegst ein Schwert! Damit du dich verteidigen kannst. Geil! Stefanie, Stefanie, Stefanie. Wir sind jetzt... Boah, es war gerade ein Major Lag. Wir sind jetzt verheiratet, Mann. Darf sich jetzt auch eigentlich wieder bewegen. Und jetzt müssen wir nur noch ein Kind kriegen. Und das nenne ich Biesten. Und das wird dann Bauer der Biesten. Und der war... Ah, guck mal, Ehefrau Stefanie. Was geht ab, Kumpel? Warum nennt die mich, was geht ab, Kumpel? Die muss nämlich so sagen, ah, was geht ab, Schatz, Mann? Schon da und so und shit. Warte mal, die ist jetzt meine Frau. Die hat mir zu gehorchen. Nein, so bin ich natürlich nicht. Oh, Mann, drück ich halt eh, damit den Scheiß hier weggeht. Jetzt geh weg. Danke. Kartoffeln habe ich noch. Erstmal Gold dahin tun und die drei Diamanten ablegen. Ich möchte die um keinen... Was ist das denn? Achso, das wird von Dingenscraft sein, ne? So, was lege ich denn noch ab? Das lege ich ab, das lege ich ab, das lege ich ab, das lege ich ab. Ich habe noch Eisenerz, 22 Stück. Den Aluminiumhelm, den ziehe ich mir selber auf. Miep. Jetzt habe ich einen Blechkopf. Wenn ich bin eine Blechschüssel. Ja, na, Ehefrau? Was, ist grün und explodiert? Ein Creeper. Ja, das ist auch nicht so schlimm, dass du das nicht verstehst. Du musst das auch überhaupt nicht verstehen. Boah, ich habe mit ihr 488. Kann ich ihr immer noch Sachen schenken? Das ist total eklig. Zu Hause festlegen. Ja, ist ja auch ihr Zuhause. Die wohnt ja mit... Was willst du hier, hä? Rosalie. Ich bin nicht neu hier. Ich wohne schon länger hier als dich. Ich habe dich gefunden auf dem Gletscher. Und du gehörst hier nicht hin. Ich stehe in dir. Okay. Ich mach gerade schon wieder nur Shit, merke ich. Ja, Leute, wir sind jetzt verheiratet. Und das heißt, mehr Spaß für uns alle. Erstmal Sachen ablegen. Hier, das ist ja meine Erfahrungskiste, also meine... what the fuck? Meine... Ich bin von einer langen Expedition wiedergekommen, Kiste.
Da lerne ich erstmal alles rein. Boah, hier riecht es herbe nach Parfüm. Also nicht in-game, sondern aus-game. Also, ja. So, kann jetzt teste ich, ob ich Petroleum verheizen kann. Und es geht. Wunderbar, das ist besser als Kohle. Wo ist Stephanie schon wieder hin? Alter, das mal frisch verheiratet, ne? Und anstatt, dass die mit einem im Haus bleibt, ist sie schon wieder weg. Ja, auf Stephanie kommen sich echt nicht... Oh, das ist eine Melone. Melone. Komm her, Melone. Ja, köstlich. Erstmal ein Schlückchen Melone essen. Na super, heilt ihr mich. Ein halbes. Ja, aber die wächst ja auch mal wieder nach. Hier haben wir noch Kartoffskis. Ich müsste eigentlich mal das Feld ändern. Aber wie ihr wisst, hasst ihr das ja, das Feld zu ändern. Und wie ich euch versprochen habe, nachdem wir verheiratet sind... Da ist ein Pikachu Level 7! Los! Buff! Mach's fertig, ein Tackle und das Pikachu haust du weg. Bam, danke. Komm zurück. Ja, Pikachu hat sogar was gedroppt. Glowstone-Staub. Ja, einsame Spitze. Nicht wahr, Jasmin? Okay, ich mach mit. Wir freuen uns. Warum dreht sie sich die... Was ist mit ihr los? Willst du Glowstone-Staub? Hier. Nee, ich schenke dir das hier. Also bist du derjenige, der was von mir gestohlen hat. Du solltest jetzt gehen. Hä? Hallo? Nein, Mann! Ich stehle nichts von dir. Hier, hast einen Goldschart in deinem Inventar. Sei glücklich. What the fuck geht mit dir ab, Mann? Die läuft durch den... Okay, alles klar. Beruhig dich. Wir kriegen dich schon wieder hin. Wir kriegen dich schon wieder hin. Kaufst du meine Frau, spaßt die richtig ab. Ich glaube, die eskaliert. So, das ist Martin der Bäcker. Ehefrau Stephanie. Hey, hier mein bester Freund. Ja. Ich glaube, die müssten die Dialoge ein bisschen überarbeiten. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen Holz hacken. Wie richtige Holzfäller. Denn Männer müssen Holz hacken. Wie wir wissen, müssen wir dafür sorgen, dass die Frauen immer... Ich habe keine Holzaxt. Aber ich habe Zucker. Gib dem Affen Zucker. Oh, woher kommt das nochmal? Gib dem Affen Zucker. Irgendwoher kam das. Ich habe das immer früher immer gesagt. Gib dem Affen Zucker. Gib dem Affen Zucker. Jetzt ging wahrscheinlich anders. Das war bestimmt irgend so ein Lied. So macht man übrigens eine Axt, falls ihr das noch nicht wusstet. Aber ihr guckt mir wahrscheinlich schon lang genug zu, dass ihr wisst. Nee, so fangen wir gar nicht erst an mit dieser Unordnung. Ja, Leute, der Part ist aber auch bald zu Ende. Glaube ich. Nachdem wir jetzt Holz hacken waren. Weil ich habe schon wieder gar keine Zeit mehr im Kopf. Dum, 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 dum. Komm her. Wir hacken den Holzaum ab. Zap, zap. Wir maschen uns durch den... Hallo, Assassine. Also der Fail des Tages war ja auf jeden Fall, nachdem ich sie geheiratet habe, dass mein PC abgeschmerzt ist. Das hier nervt mich. Jetzt werde ich offscreen entfernen. Es sei denn, ihr wollt das da haben. An der offscreen habe ich auch gar keine Lust, das zu entfernen. Das ist mir viel zu anstrengend. Wir lassen das da. Irgendwann entscheide ich mich dann, ja, ich mache das weg und dann schaut ihr mir dabei zu. Es sei denn, ihr schreibt jetzt in die Kommentare, dass ihr es sofort weg haben wollt. Dann mache ich es weg. Aber wenn das nicht eilt, dann lassen wir es da. Ich meine, ist ja auch nicht so hardcore schlimm. Wie wenig Holz ich bis jetzt erst gesammelt habe, 47. Was ist aus meinen Bäumen geworden, wie klein? Soll mal ein bisschen größer sein, damit ich auch mehr Holz bekomme. Muss ich hier noch eins hinlegen? Zap. Wir sind jetzt glücklich verheiratet, just married. Wir sollten uns glücklich schätzen, dass Stephanie unseren Antrag angenommen hat, ohne viel Terrain. Okay, die hat schon ein bisschen randaliert, indem sie mein Spiel zum Abstürzen gebracht hat. Aber das sollte ja nicht das Problem sein. Mal wieder überall diese Bäume hinsetzen. Hier noch ein Baum und da noch ein Baum. Man glaubt es kaum, hier noch ein Baum. Dann hätten wir hier noch einen Baum und dort noch einen Baum. Wir machen hier einen richtigen Wald um unser Dorf rum. Aber den hacke ich ja auch immer ständig ab. Oh, das ist ein Apple. Ein Apple und ein Ei. Zack. Zack, zack, zack. Erstmal alles aufsammeln. Ja, 50 Holz reicht aber auch mal für den Anfang kurz. Denn... Unsere Aufgabe wird es sein, diese Kirche hier wegzureißen im nächsten Part. Das ist ein Traumato. Welches Level ist das? Egal! Wir töten es! Los geht's! Unser letzter Kampf für heute. Tackle! Bam! Oh oh, der macht ganz schön herbe Damage. Egal, Tackle! Bam! Gut gemacht! Der hat sich selber zerstört scheinbar. Komm zurück. Mein Evoli macht auch Fortschritte.
Ja, Leute, damit würde ich mal sagen, war's das für den Part. Scouty sagt, ah, seht mal hier, wir haben hier, hallo Shia. Und ich sag, tschüss, meine Freunde. Wir sind jetzt verheiratet und ich freue mich, dass ihr zuschaut. Bis dann.